herzliches Willkommen. Ich schwätze Schwäbisch, lebe zwar in der Schweiz, aber bin von meinen Wurzeln her, Struktur her ein Schwabe. Und ich habe mich verliebt vor vielen Jahren in das, was ein Mensch ist. Es gibt nichts Faszinierenderes als der Mensch in jeder Struktur. Und je mehr ich weiß, desto größer ist meine Ehrfurcht und mein Respekt vor dem, was ein menschlicher Körper ist. Und das Schöne ist, wenn wir uns damit beschäftigen und herausfinden, wie wunderbar wir sind und dass Gesundheit ein normaler Zustand sein sollte und wenn wir rausfallen aus der Gesundheit, dass wir in aller Liebe untersuchen, was habe ich denn gemacht, dass ich da rausgefallen bin. Das bedeutet, welche Regeln. Und es ist gar nicht schlimm, ich kann immer korrigieren. Es gibt so gewisse Stufen. Eigentlich, wer sich vielleicht ein bisschen auskennt von Dr. Reckwege, der hat es sehr schön beschrieben. Es gibt 6 Stufen der Unvernunft. In den ersten 3 Stufen dürfen wir unvernünftig sein, weil da gibt es immer einen Weg zurück. Ja? Wenn wir eine Linie überschreiten und Stufe 4, 5, 6 dann uns aufhalten, dann haben wir ganz einfach einen längeren Weg zurück und es bedarf viel mehr Aktionen und Dinge, um da wieder zurückzukommen. Wir haben vorher viele Gespräche geführt und da war auch eben ein Punkt, dass der Selbstheilungsaspekt in unserem Körper ist so gigantisch groß. Es gibt wirklich viele Störfeuer, aber das größte Störfeuer ist die Ungeduld, die wir haben. Wir sind sehr daran gewöhnt, dass wir sagen, also ich habe Schmerzen, ich werfe Tablette ein und der Schmerz ist weg. Der Körper funktioniert so nicht. Er braucht immer seine Zeit. Jedes Jahr, wo ich in einer Disbalance oder Befindlichkeitsstörung oder Erkrankung bin, braucht der Körper einen Monat in der Selbstregulation, wenn ich ihm die Regeln und Bedingungen für Selbstregulation erfülle. Und das heißt, raus, was stört, rein, was er braucht, Hilfsmittel aus der Natur, um seine Regulationsfähigkeit zu unterstützen. Und wirklich wieder gesund werden, liegt immer in unserer eigenen Hand, nicht in der Hand eines Therapeuten. Wir produzieren das Störfeuer in unserem Körper. Wir leben damit und haben. Wir produzieren das Störfeuer in unserem Körper. Wir leben damit und haben einen Preis dafür zu bezahlen oder wir haben auch einen Gewinn davon. Also Krankheit kann ohne weiteres auch ein Gewinn sein, ja, weil ich etwas damit erreiche. Und ich bringe quasi mein Problem mit. Auf der anderen Seite bringe ich auch immer die Lösung mit. Ich habe die Lösung immer bei mir. Und dann scheitert es oft an meiner eigenen Grenze, dass ich A, nicht bereit bin, die Dinge zu tun, die es braucht, weil es mir vielleicht zu anstrengend ist oder zu umständlich ist. Oder ganz einfach, weil ich die Geduld nicht aufbringe, weil wir sind konditioniert auf, zack, schnell, Problem lösen. Und der Körper ist so nicht programmiert. Und ich möchte mit euch über den Aufbau vom Körper sprechen, über Geschlechter, die ausgestorben sind. Man weiß nicht wieso. Wir sind die einzige Modellbaureihe, oder vielmehr nicht wir, sondern unser Körper, ist die einzige Modellbaureihe, die überlebt hat. Und stell dir mal vor, Pharmaindustrie und Ärzteschaft, wie lange gibt es das? Eigentlich nur einen Augenblick in der Zeitrechnung. Ja, wer hat denn eigentlich vorher dafür gesorgt? Danke fürs Zuhören. Möchtest du kein Thema mehr verpassen, was ich einstelle, weil du es interessant findest, weil es dich weiterbringt oder dich inspiriert, dann abonniere meinen Kanal. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und ich wünsche noch einen schönen Tag. Da war die Lisa.